Padasana ist die Beinstellung, die Fußstellung. In den traditionellen Texten ist es eine Form der Sitzhaltung. Und es gibt heutzutage andere Stellungen, die auch als Padasana bezeichnet werden. Annika zeigt, wie es geht. Bringe den linken Fuß auf den Boden mit den Zehen nach vorne. Dann bringe den rechten Fuß darüber und bringe die rechte Ferse an das Schambein, sodass, angenommen du wärst Mann, deine Geschlechtsorgane nicht sichtbar wären, wenn du nackt bist. Padasana ist die Stellung, mit der du mit einem Fuß deine Blöße bedeckst, wenn du nackt meditieren willst. Auch in dieser Stellung ist es in Deutschland nicht empfehlenswert, so zu meditieren. Die Stellung hat aber noch einen weiteren Vorteil. Fasa lässt Energie ausstrahlen und so geht die Energie vom Svadhisthana Chakra nach innen, was dir helfen kann, die Energien zu sublimieren. Heutzutage gibt es verschiedene andere Stellungen, die als Padasana bezeichnet werden. Zum Beispiel die stehende Vorwärtsbeuge, die ja auch als Hasta Padasana oder Padahastasana bezeichnet wird. Annika geht einfach in die Stellung hinein. Das ist also auch eine Form von Padasana, eine Stellung, wo die Beine eine besondere Rolle spielen. Auch die Beinhebungsübungen werden als Padasana bezeichnet. Dazu gehst du auf den Rücken. Und wenn du in der Rückenlage beide Beine hebst, wird das auch als Padasana bezeichnet.